Und hallihallo und willkommen, meine lieben Kameraden, zur neuesten Folge XCOM 2 mit mir, den Florian. Und vielleicht habt ihr den Ladebildschirm noch mal ganz kurz gesehen gehabt. Vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Ja, bei den letzten drei Aufnahmen war leider meine Soundqualität von meinem Mikro nicht so gut. Das lag daran, dass ich es falsch rum hingestellt habe und habe es nicht gemerkt. Erst danach, als ich gemerkt habe, da passt irgendwas mit der Quali nicht und warum geht das Kabel in die andere Richtung? Naja, okay, es geht weiter. Und zwar Codex hier. Okay, bevor wir... Wissenschaftler werden 3 benötigt. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben da ein wenig Zeit, damit wir danach... damit wir danach mal die Rüstung erforschen können, vor allem. Vielleicht sollten wir jemand anderen finden, der die Avenger fliegt. Ich werde keine Arbeit erledigt bekommen, wenn Bradford das Schiff nicht ruhig hält. Au. Also die tun da wirklich sehr über seine Fliehkünste meckern. Gut. Okay. Wieder einer weniger? Ihre Leistungen sind wie immer beeindruckend, Commander. Die Zerstörung dieser Einrichtung und die Bergung der Alien-Kreatur werden ihre Fortschritte beim Avatar-Projekt gewiss aufhalten. Gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir bauen jetzt hier erst einmal ein... Funkrelais. Preis 125 Vorräte. Ich habe jetzt auch komplett vergessen, was das eigentlich macht. Sobald ein Funkgerät installiert ist, wird er wie schon in Neu-Chile die regelmäßigen gesamten Vorräte um 105 aufstocken. Die Informationskosten für den Kontakt zu nahegelegenen Regionen sind ebenfalls gesenkt. Das Problem ist halt, es kostet uns einen Haufen Vorräte und ich weiß noch nicht, ob ich die wirklich ausgeben will. Kann ich? Will ich? Wie überhaupt schon einen neuen Kontakt herstellen? Ich glaube, wenn ich einen neuen Kontakt herstelle, dann geht gleich richtig die Post ab. Ja, aber vor allem, wir haben 2 Punkte verloren und vor allem einer gehörte dazu. Das heißt, 2 sind von ihm, das heißt, es sind noch 2 andere hier. Also wie gesagt, die 2 gehören noch zur Hauptstory, zu den wichtigen Teilen. Und der hier... Und der hier sind die einzigen Punkte, die sonst noch vergeben sind. Jetzt will ich denn eigentlich jetzt nach Ozeanien? Das ist einfach aus Australien, ey. Ozeanien, okay. Stelle den Kontakt her und... Okay, warte mal. Alle GDS-Taktiken kosten 50% weniger. Das ist jetzt hier das Ding. Das ist mir zu außerhalb. Ich will lieber nach Europa. Ja, ich stelle erstmal das Funk 105. Ja, dafür kriege ich danach auch mehr Geld. Also, egal, mache ich das. Beutezug. Über ein Advent Nachschublinie, wir sollten ihre Transporte abfangen. Okay, das machen wir jetzt natürlich definitiv. Setze Kurs auf den mexikanischen Regionaltrakt. Okay, sie transportieren. Das ist gut, also stelle ich mal mich darauf ein, dass es nicht wieder dieses große Monsterviech da auftauchen wird. Schwer. Ach du Scheiße. Einer ist ja ausgeschaltet worden. Oder war verwundet in der letzten Mission. Warte mal, ich habe jetzt Grenadier, Scharfschütze, Grenadier, Spezialist, Spezialist, Spezialist. Spezialisten. Du bist zu viel. Wir nehmen sie mit. Wenn sie ein paar Kills schafft, dann ist sie nicht mehr erschüttert.
ihre Narben im Gesicht. Die Narben sind aber nicht hübsch. Kann ich nicht einstellen. Maximale Nähe, die. Mama mia. Na gut, rüsten wir es mal aus. So, damit du länger am Leben bleibst. Zwei Spezialisten glauben jetzt nicht. So viele Leute werden es schon nicht sein. So, sie weg. Und wir nehmen den zweiten Ranger wieder mit. Okay. Jetzt kommt das beim nächsten Einsatz jetzt schon wieder mit, schon meine neue schwere Rüstung einsetzen kann, habe ich es noch nicht immer erforscht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt mal einen Einsatz so schnell wieder machen muss. Ziemlich blöd gelaufen. Skyrim. Grünes Licht für Teameinsatz. Wir haben von einem Advent-Zug erfahren, den Widerstandskräfte hier im Gebiet lahmgelegt haben. Es besteht die Möglichkeit, wertvolle Technologie an Bord zu bergen. Also gehen wir rein. Um Erfolg zu haben, müssen wir das Gebiet sichern und alle feindlichen Truppen ausschalten, die den Zug verteidigen. Ja, jetzt scheint sie gerade dabei. Also meine eine muss jetzt einen Gegner ausschalten und unverwundet bleiben. Dann verliert sie nämlich das Erschüttern. Vielleicht schaffen wir das ja. Das wäre ziemlich gut. Aber der geht immer auf meine Ranger zuerst. Sehr ein Haufen Deckung. Menace 1-5, Koordinaten des Advent-Zugs sind eingegeben. Ausrücken zum Sichern, alle Feinde ausschalten. Okay. Also das ist... Boah, geil. Also, ich muss es vermeiden, wichtige Vorräte. Ich habe vor allem keinen Zeitdruck. Oh, scheiße. Vielleicht war es ja trotzdem falsch, den zweiten Medic nicht mitzunehmen. Aber egal, wir müssen jetzt alle ausschalten. Es ist schwer, aber das kann, muss jetzt nicht heißen, dass jetzt hier nochmal ein Codex und nochmal so ein Maschinenviech kommt. Moving to designated coordinates. Hostiles making the rounds. Bin ich entdeckt? Boah, Alter. Warum ist es so... Vor allem da ist es, dann hier ist es noch, aber ist es nicht hier. Dieses Rausstechen, das würde ja so auf die Art heißen, als wäre da nochmal einer. Okay. Der Schildträger ist definitiv gefährlich. Scharfschütze. Gut, der macht 6 bis 8 Schaden. Das heißt, er könnte ihn wirklich komplett töten. Und das würde ich auch machen. Der Lanzenträger ist mir erstmal egal. Gut, bewege ich mich mit ihr dorthin. Heading there now. Problem ist, hier ist noch eine Schlange, aber ich kann sie nicht sehen. Das nervt mich. Good copy. Moving on target. Alter, sag mir jetzt nicht, dass hier genau diesen einen bescheuerten Punkt ist. Hier war noch eine Schlange. Pfff.
Ich rücke aus. Vielleicht kann die Schlange sehen. Ich muss die Schlange nur mal sehen können. Da war sie. Da ist die scheiß Schlange. Das ist unglaublich. Position confirmed. Okay. On Overwatch. Got it covered. Du wirst schießen. I'm on it. Okay, warte mal. Drei sind zum Schießen bereit. Deckungsfeuer. Got it covered. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die auch schießen lassen soll. Oder die für die... ich lasse die auch schießen. Feuerschutz. Erstmal der Schildträger weg. Ja, da ist die Chance zu gering. Aber ich würde definitiv töten. Aber ich mach's trotzdem so. So, do it. They spotted us. Tötet alle drei. Was haben die denn da? Negative damage. Target eliminated. Gut, zieh jemanden her und danach kill ich dich. Aber mach kein Gift. Ah, Reflexschuss auch bei Aktion. Target still up. Wer war das? Ein Medikit. Genau, diejenige, die erschüttert ist, die wurde jetzt verletzt. Da, 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 da. Und was ist sie? Ranger. Genau. Oder warst du erschüttert? Nee, du warst nicht die Erschütterte. Das ist das Problem. Ich mich auch nicht woanders hin bewegen. Naja, egal. Befrei sie. So, du rächst dich. Feind am Boden. Gut, also, hier ist der Wagon. Diese Dinger müssen wir beschützen, weil die Informationen behalten, enthalten. Tja. Ich höre das mechanische Ding. Okay, da oben, da vorne ist so ein Mech-Ding. Das ist doch wunderbar. Got it, moving! Weh, du entdeckst jetzt jemanden. Gut. So, ein Laser ist hier. It's heavier than it looks. Ist schon mal gut. Wir werden die jetzt natürlich so weit wie möglich nach vorne bringen. Weil die wird sich ja immer selten bewegen. Okay. Erst einmal... Du gehst erstmal nicht bis nach da vorne. Da wirst du definitiv jemanden sehen. Du gehst erstmal dahin. I'm on it. So, na gut, du gehst trotzdem dahin. On the move. Advent troop spotted. Ach Gott, das ist so typisch. Das ist so typisch. Es ist immer nur diese Millimeter-Ding da. Here I come.
Lol, markiert. Das ist immer was Lustiges. Aber es ist in Ordnung. Schon mal ein Schaden weniger. Zwei Schaden weniger. Jetzt ist nur der Schildträger. Komm schon, du magst jetzt diesen Schildbonus. Gut. Das hat uns jetzt halt drei Schaden erspart. Drei Schaden. Okay. Er ist viel zu weit weg fürs Schwert. Das ist schade. Erhöhte Position. Bin unterwegs. So. Ah, war sehr gut. Gut. Also 40% ist total gering. Wir müssen ja eh erstmal nach vorne bewegen. So. Du gehst dahin. On your order. Ja, läuft doch. So, ist das Schild auch weg? Gut. Okay. Du könntest ihn zersäbeln. Aha. I'm trusting you here. So, flankiert und ein Leben. Das ist schon mal gut. Dahin. Finally. So, dann flankierst du den auch. Ist auch erledigt. Woo! So. Zersäbeln. Lol. Hat nicht ausgereicht. Lol. Not even close. Okay, jetzt wird's interessant. Last try. Das Spiel macht's spannend, ey. Only the best. Oh ja. Ja. Gut. Ich habe jetzt erstmal Zeit. Also, du bewegst dich vor. Not a problem. Und jetzt nach. Oh yeah. Gut. Also, wir bewegen erstmal alle nach vorne, so wie ich es jetzt will. Natürlich, wie ich es will. Kommen wir jetzt uns hin. Okay, wir arbeiten uns langsam nach vorne. Heading out. So. Einmal dahin rutschen. Let's move already. Einmal dahin rutschen. Du. Dahin. Begebe mich zur Zielposition. Gut. Und alle nachladen. Waffe geladen. So, das macht das erste Mal hier safe. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt getäuscht, was das Ding betrifft. Dieses mechanische Geräusch, was jetzt wieder dieses Riesenviech auftaucht.
Nee, mit dem bewege ich mich jetzt nicht nach vorne. Ich riskiere jetzt nichts. Oh yeah! Ich bewege mich jetzt seit. Ja, Feldposten. Scanning! We're green to go! So. Scanning! Gut. LOL! Ah, zwei Schlangen, ey. Zum Glück habe ich nachgeladen. Zum Glück habe ich nachgeladen. Zum Pech verfehlen die jetzt wieder. Dass wir sie nachgeladen haben, das haben sie jetzt wieder verschossen. Sniper. Da kann nur eins sehen. Das macht's scheiße. Okay, also die befinden sich alle hinter einer vollen Deckung. Bis auf sie, oder? Was ist das hier? Das ist eine halbe Deckung, definitiv. Das hier ist definitiv eine volle Deckung. Und du bist auch hinter einer vollen Deckung. Das macht's jetzt. Das ist sogar noch eine halbe. Na, ich denke schon, das ist sogar schon eine volle. Gut, zersäbeln. 78, 88. Wie viel habe ich jetzt eigentlich schon erledigt? Ich habe jetzt hier 3 erledigt. Das hier waren auch 3, sind 6. Das hier sind 9. Alle in einem ziemlich engen Bereich. Und patrouillieren. Also. Ich glaube, ich hätte ein paar Granaten fliegen lassen müssen. Okay, du kannst keinen zersäbeln. Könntest du für den Notfall auch so schießen? Weil ich will jetzt nur die Trefferquote von ihr sehen. Das heißt, wenn ich sie zum Zersäbeln verwende, setze ich sie auf ihren Platz. Obwohl, nach da vorne könnte ich sie auch bewegen. Oder nach da. Wäre aber noch keine flankieren. So. So. Damit füge ich denen allen Schaden zu. Und mache auch die Verteidigung kaputt. Boom! Yeah! Boom! So. Ist der schon mal erledigt? Verteidigung steht noch. Das ist problematisch. Hab jetzt nicht so gewollt. Okay. Also diese Verteidigung ist jetzt wahrscheinlich. Sie ist immer eine volle, aber sie besteht definitiv noch. Gut, du bist raus. Scharfschütze. Ja. Das war zu befürchten. Aber wir können es riskieren. What? Alter. That's right. Macht's jetzt extrem angenehmer. Bewege ich die erstmal nach da vorne. Ich kann schon flankieren. 6 bis 8. Ich gehe nach da vorne. Good copy. Moving on target. So, für den Notfall könnte ich jetzt immer noch zersäbeln. Könnte sie töten. Ansonsten 87%ige Chance, definitiv. Ist bei ihr immer noch gering. Das ist blöd. Okay. Keinerlei Deckung, die ich hier bieten könnte. Das ist.
blöde. Nähere mich der Zielposition. Gut, fällt sowieso jetzt weg. Okay. Überprüfe die eine Schlange bleibt definitiv voll am Leben. Deswegen verpasse ich der einfach jetzt Unterdrückungsfeuer. Gut. Säbeln sollen. Here I come. So, hier ist mal weg. Let's keep it short. Letzte. Definitiv gebracht. Weiter. So. Okay. Du kannst eh nichts sehen. Deswegen will ich, dass du dich erstmal weit nach vorne bewegst. Wir werden jetzt den Gegner jetzt auf weite Entfernung abschießen. Okay, 26. 41. Ich muss erstmal mit der anderen auf ihn schießen. Dann ist nämlich meine Chance erhöht. So, 6 Schaden, 2 sind noch übrig. Gut, du hast dich vorbewegt. Ich sehe so. Spider Ranger da hinten. Bestätigt. Gut. Haben wir das. Jetzt laden wir nochmal alle bei der nächsten Runde erledigt. Komplett nach. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Minus 1-5, Status bestätigt, Mission erfüllt. 9 von 10. Warum habe ich den einen nicht gekriegt? War das wieder so ein Zivilist, so ein schleimiges Monster? Oder war dieses Bewegen so eine Art, dieser Geschützturm? War das vielleicht so eine Art Geschützturm gewesen? Und den habe ich jetzt einfach halt einmal ausgelassen. Wahrscheinlich, weil den müsste ich ansonsten suchen. Aber jetzt ist hier ja schön verwundet, ey. Das ist blöd. Und ist wieder außer Gefecht. Wieder ein Ranger weg. Alter. Die Ranger machen ihre Sachen richtig gut, aber ein Einsatz, dann lassen sie wieder weg. Ein Einsatz und weg, das ist blöde. Also, naja. Aber Captain Marina Wolfmaffer Sokolova. Guter Abend. Wolfsbruder.
Krass. Geiler Titel. Nach so einem Einsatz ist die Moral so hoch wie nie. Gute Arbeit, Commander. Ah, schwer verwundet, ey. Es gibt nur eine wichtige Skillung. So, wer ist ein Wolfmoffe? Leutnant. Da. Ah, Spezialist. Interessant. 10 Einsätze, 18 Kills. Das ist richtig gut. Übrigens, dein erster Einsatz. Okay. 2,5. Ist auch gut. 11,15. 8,17. 7,17. Gute Statistik. Erhöht die Gresche. Der Bonus steigt mit abnehmender Distanz zum Ziel. Also umso näher dran, umso höher die Chance. Das heißt, hallo Ranger. Schwer ist. Bin ich mir sicher, dass das Techniker-Team einen Weg findet, diese Verbesserung in unsere eigenen Rüstungen einzubauen. Okay, also muss ich das Schattenprojekt in 2 Tagen abschließen. Danach den Typen auseinandernehmen. Die schwere Rüstung erforschen und dann habe ich die ultimative Rüstung. Gut. Nicht jetzt. Oder? Was will ich jetzt eigentlich machen? Also, das braucht noch. Das ist das nächste. Ich will ehrlich gesagt nach da oben. Ich will da noch nicht hin. Ich weiß, dass da jetzt ein Gegner ist. Das ist gut zu wissen. Das kann ich mir für Notfall aufheben. Ah ja, genau das will ich. Obwohl ich bin ziemlich... Will ich was mit dem Hauptquartier? Brauche ich eigentlich nicht. Setze Kurs auf Chile. Ich habe auch das letzte Mal überlegt, wo der Mann Allah Akbar ist. Der ist ja im Hauptquartier. Da könnte ich ihn mir holen. Aber das braucht es nicht. Commander, wir machen Fortschritte beim Zusammensetzen dieses Dings. Aber es war nicht schön. Unsere Soldaten haben die Einheit komplett ausgeschaltet. Was wir hören, ist nur ein Nebenprodukt elektrischer Impulse. Glauben Sie mir, das Ding spürt schon lange keinen Schmerz. Ich nehme Sie beim Wort, Doktor. Ich schicke Ihnen jetzt eine neue Sequenz. Das sind Koordinaten. Rückkehrkoordinaten. Wir haben einen Ausgangspunkt. Nun, teilweise. Da ist noch was. Etwas. Darunter. Einen Moment. Virus. Die Einheit versucht, weiteren Zugang zu verhindern. Das ist noch nicht alles. Ich verliere die entschlüsselten Daten. Fast geschafft. Nur noch das hier. Vergessen Sie die Daten. Es greift auf den Energiekern zu. Überbrückt meine Sicherheit. Steigert das Energieniveau. Tigen, die Verbindung trennen. So. Sehr schön. Ich darf es wieder aufbauen. Das ist wohl ein Notsicherungsprotokoll. Der Codex muss die Schnittstelle bewusst überladen haben, um weiteren Datendiebstahl zu verhindern. Aber ich glaube, ich war ihm einen Schritt voraus. Das sind wirklich enorm viele Daten. Ja, und wir brauchen noch etwas Zeit zum Entschlüsseln. Na, dann an die Arbeit. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal hinbekommen. Ich fange mit der notwendigen Forschung und Vorbereitung an. Natürlich nur mit Ihrer Zustimmung, Commander. Vergiss es. Wir sollten uns auch diese Koordinaten ansehen. Falls ich die verlorenen Daten rekonstruieren kann. Ich hoffe, das war es wert. Mir wäre es lieber, wenn ihr das nebenbei macht und ich mich um meine Forschung kümmern.
Weil ich will. Ich habe ein Auge auf all unsere Einsätze, Commander. Unsere Leute stehen bereit und erwarten ihre Befehle. Auf dem Feld tritt der Kodex als anormale Form im ständigen Fluss auf, die scheinbar immer nur wenige Millisekunden in unserer Welt präsent ist. Er war jedoch offensichtlich nicht immun gegen die Wirkung konventioneller Waffen und hat sich aufgelöst, bevor er dieses Objekt zurückließ. So. Wir könnten jetzt das hier machen. Einem bräuchten wir mehr Wissenschaftler, das ist sehr gut, das ist befriedigend. Es gibt uns nämlich etwas Unsere Zeit. Unsere Arbeiten schreiten wie erwartet voran, Commander. So. Die würde auch 4 Tage dauern. Die 15 Tage. Das ist lang. Aber wir könnten zumindest das hier schon mal... Wir machen jetzt die bescheuerte Plattenrüstung. Commander, wir haben bereits beträchtliche Ressourcen in das aktuelle Forschungsprojekt gesteckt. Wir können trotzdem zu etwas anderem übergehen, wenn Sie wollen. Ich verstehe, warum Sie unsere Forschungen umlenken wollen, Commander. Wir arbeiten unverzüglich am neuen Projekt. Ich habe die Position markiert, die Shen dem Kodex entnommen hat, Commander. Sie befindet sich in einer entlegenen Region draußen im Wald, weit weg von bewohnten Gebieten. Wir müssen den lokalen Widerstand kontaktieren, um sie uns genauer anzusehen. Neues Ziel hinzugefügt. Okay, das wäre das nächste Ding. Es scheint, als hätten wir alle Hände voll zu tun, Commander. Das hier ist dann der nächste Punkt, wo es dann hier ein Punkt kosten würde. Was ich meine jetzt hat... Wo ist sie denn? Da. Der nächste Punkt davon. Und beim letzten geht es nämlich, glaube ich, Richtung Ende zu. Würde ich einmal sagen. Jetzt die Sache. Also das hier ist ein wichtiger Punkt. Und vielleicht ist das hier in der Mitte sogar der letzte Punkt. Aber... Ja genau, das ist dann der letzte Punkt, genau. Jetzt die Frage, wollen wir uns jetzt von hier auf fortbewegen oder wollen wir lieber von oben rum? Ich will ehrlich gesagt, wir könnten auch hier hin. Oder dahin. Was sagt der Drang? Also, die Forschungsgeschwindigkeit wird erhöht. Das ist schon ziemlich praktisch. Momentan. Rekrutieren kostet weniger. Brauche ich jetzt nicht. Und Taktik kostet 50% weniger. Eigentlich ehrlich gesagt auch weniger. Ich mache jetzt mal das da unten fertig. Und dann schauen wir mal weiter. Gut. Okay. Ich würde jetzt ehrlich gesagt in Westeuropa Kontakt herstellen. Weil ich will die großen Basen erst an diese Basen erst angreifen, sobald ich schwere Rüstung habe. Ich will mehr schaffen. Ich will einfach besser sein. Osteuropa, okay. Schnelleres Bauen. Schwarzmarkt. Wir gehen erstmal dorthin. Setze Kurs auf die westliche USA. Wir werden vielleicht das Ding weg verändern, weil schnelles Bauen brauchen wir nicht. Diesen Faktor. So. Willkommen, Commander. Ja, das ist Allah Akbar. Ich glaube, der wurde vom Ralf. Ja, der wurde von meinem Bruder erstellt. Okay. So. Okay. Es bringt nichts, wenn wir das jetzt hier verstreichen lassen. Wir gehen jetzt nochmal zum Schwarzmarkt. Nochmal in alles Nötige einkaufen. Danach geht es dann ab Richtung Westeuropa. Avenger berechnet neuen Kurs. Der Markt ist offen. Gut, was können wir denn kaufen? Wir haben 10 Info, wir können gar nichts kaufen. Ein paar Vorräte wären nicht schlecht gewesen. Verkaufen können wir
Das damals ich jetzt eigentlich gerade ziemlich gut. Aber ehrlich gesagt, naja. Ich weiß nicht. Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Also. Vierzehn Tage brauche ich nur. Commander, zurzeit haben wir nicht genug Informationen, um die lokalen Widerstandskräfte in diesem Gebiet ausfindig zu machen. Okay, warte. Mir fehlt jetzt dann. Ich habe jetzt die Info nur eingesetzt, um mir hier Schwarzmarktzeug zu kaufen. Der Markt ist offen. Das war der Fehler. Und ich kann mir. Leider. Nicht Info kaufen. Das ist sehr problematisch. Avenger berechnet neuen Kurs. Vielleicht kriegen wir per Einsatz irgendwie nochmal Info. Wir brauchen einen Einsatz mit Info. Wir brauchen Info. Das haben wir verloren. Hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Okay. Tja, das war auch so ein Fehler. Das verdeckte Ereignis, immer wieder zu erobern. Okay, Gift. Okay, das ist in Ordnung. In einer Woche wird ein neues Ding gebaut und ein neuer Vergeltungsschlag. Ignorieren. Wir haben erstmal hier was vor uns. Fortschrittliches Kriegszentrum einsatzbereit. Ja, das ist jetzt wieder eine andere Sache. Gut, was kann ich mit hier machen? Okay, ich würde das einfach mal einen Spezialisten nehmen. Erstmal als Testobjekt. Ja, setze sie mal ein. Ein Spezialisten hier. Aber ich setze jetzt hier dafür keine Dinger ein. Kein Mann. 5 Tage ist mehr als ausreichend. Okay. Die Schattenkammer ist ja zerstört. So. Sind die erstmal beschäftigt? Mehr brauche ich jetzt. Auch nicht. Gut. Weiter erforschen. Was denn jetzt schon wieder? Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Gut. Ah, jetzt übertreibt ihr aber. Neue Informationen. 119 Info. Das ist, was wir brauchen. Neutrales Ziel. Wir haben jetzt unseren ersten feindlichen VIP.
Also, fortschrittlicher Offizier, das heißt sehr... 8 Feinde. Wird wohl machbar sein. Also, ein Offizier mit sehr viel Leben, Soldaten mit sehr viel Leben, Kodex ist sehr gefährlich, Weiber, okay, es geht, und Schildträger geht eigentlich auch noch. Obwohl, dann, wenn die Gegner auch nochmal extra Leben haben, ist ein Schildträger ziemlich ätzend. Aber, die haben eigentlich alle keine Rüstung, das heißt, wir sparen uns dieses Mal setze Kurs auf Mexiko. Etwas an die schweren Leute. Schwierigkeit ist auf Mittel, also machbar. Wir müssen VIP ausschalten, das heißt, ein Menschen, der, wenn wir Pech haben, auch zurückschießen kann. Ein feindlicher VIP, dann denke ich ja mal, dass man auf einer Seite zurückschießen kann. Aber. Warte mal, wir entfernen erstmal dich, oder? Leutnant, Leutnant, die sind beide gleich hoch. Dich hier raus. Mal schauen, was machen wir denn hier? Grenadier. Spezialist. Zweiten Scharfschützen. So von weiter Entfernung. Bam! Das war früher meine Taktik immer gewesen. Zweiten Scharfschützen würde heißen. Ich müsste vorsichtiger spielen, aber ich habe wahrscheinlich einen Zeitdruck, weil die dann abhauen. Das heißt, der ist mir weg fehl am Platz. Am liebsten wären wir Ranger. So, Grenadier brauchen wir jetzt nicht, wegen Rüstung zerfetzen. Ranger, da habe ich schon 2 im Einsatz. Ranger, Spezialist, Scharfschütze, Grenadier, Ranger. Okay. Also habe ich jetzt eigentlich schon mal 2 Ranger, das ist schon mal gut. Einen Spezialisten zum Heilen reicht aus. Die haben mehr Leben, das heißt, Nahkampf ist nicht so. Mal der Mann mit dazu. So. Will ich das jetzt zulassen? Meine haben viel Leben, die haben viel Leben. 8 Leute, wir sind 6. Aber die haben einen Kodex, der ist ekelhaft. Das ist immer was Neues. Mal wieder 2 Scharfschützen. Das geht jetzt nochmal. Bin schon mal gespannt. Ranger. Man ist bereit für Einsatz. Wird interessant, Leute. Wird interessant. Advent befördert eine wertvolle VIP an Bord eines ihrer Transporter durch das Gebiet hier. Und der Sprecher will sichergehen, dass sie ihr Ziel nicht erreichen. Finden Sie die Zielperson und nehmen Sie sie, wenn möglich, gefangen. Falls nötig, neutralisieren Sie sie. Lassen Sie keinen Feind am Leben. Was ist halt die Sache jetzt, hat? VIP gefangen nehmen. Wie? Wahrscheinlich alle ausschalten, ohne den VIP zu töten. Das wäre wahrscheinlich die Devise. Menace 1-5, Zielort bestätigt. Sofort angreifen. Eliminieren Sie alle Feinde. Und
Unsere Position ist maskiert. Ist eine kleine Welt. Also. Okay, das heißt allerdings auch, dass die 8 Soldaten trotzdem ziemlich nah nebeneinander sind. Und hier sind die Gegner. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann, Leute, haut rein. Ciao.